Meine Damen und Herren, in weit über 7 Briefen ist angefragt worden, weshalb nie im Fernsehen gezeigt wird, wie eine Bowle zubereitet wird. Man hat mich delegiert, heute Ihnen dieses Thema etwas näher zu bringen. Wir werden Ihnen heute zeigen, wie man eine gute Bowle, eine kostbare Bowle zubereitet. Was Sie dazu brauchen, sind die guten Weine und schließlich ein Sekt. Merken Sie sich abgekürzt ZDF, zuerst die Flüssigkeiten. Wenn wir einen guten Wein benutzen, wenn ich hier oben etwas zeige, dürfen Sie da unten keine Witze erzählen. Das Öffnen des Weines ist allein schon ein kleines Kunststück, wenn man... Upsala, da haben wir es schon. Vor allen Dingen Sauberkeit und Hygiene, das ist alles, was Sie... Die Brille ist wieder da. Hygiene und Sauberkeit, das sind die Sachen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Es muss ja gut schmecken aus einer edlen Schale. So, diesen Wein wollen wir nun einfüllen. Er muss ruhig fließen, nicht zu hoch. Einfach ruhig. Wenn Sie ihn zu hoch gießen, es ist einfach nicht bekömmlich. Diese Flasche, schon betrunken. Beim Öffnen des Weines, meine Damen und Herren, immer daran denken. Das war ein offener Wein, das haben Sie ja schon auf Karten gelesen. Wenn Sie nun diese köstlichen Flüssigkeiten eingefüllt haben, dann kommt das Schönste, das Abschmecken. Das ist Sache des Hausherrn. So, niemals, was man oft sieht, aus der Kelle kosten. Nicht fein. Kosten Sie bitte stets aus dem Glas. Nun, gibt es herbe Weine aus herben Lagen. Und da empfehle ich zu süßen. Verwenden Sie dafür niemals Streuzucker. Es wird zu leicht mit Salz verwechselt. Und wenn Sie süßen, bitte vorsichtig, nehmen Sie Würfelzucker. Damit hinein. Langsam süßen. Langsam süßen. Es kann passieren, wenn Sie sich... Jetzt vor dem Abschmecken. Das ist vielleicht staubig da drin in der Ecke. So was habe ich auch nicht gesehen. Wenn wir nun abschmecken. Hallo? Ja? Bitte? Die haben auch gelacht. Ja, ja. Das war nicht vorgesehen. Ja, entschuldigen Sie. Na, das ist mit dem Alkohol. Sie können ja. Ach, wissen Sie, das ist ein altes Gerede von den Ärzten. Ja, ja, ich kenne es. Das stimmt auch nicht alles, was die Ärzte sagen. Nee, nee, nee. Glauben Sie mir, ich habe schon viel mehr alte Säufer als alte Ärzte gesehen. Hier. Also, es ist das, es ist das. Nun wollen wir, hallo, sind Sie nass geworden? Jetzt kommt das Schönste. Der Sekt, die Perle aller Getränke, niemals vor, auch nicht so herum. Aber jetzt kommt der Knalleffekt und das ist das Schönste daran. Achtung! Oh, hinein damit. Was ist denn das hier? So schmeckt es. Und nun, meine Damen und Herren, möchte ich Sie fragen, wer von Ihnen, jetzt haben wir den Kork drin, wer von Ihnen möchte etwas Süßes oder lieber mit Kork? Wer möchte denn gerne? Bitte schön.